Hallo und herzlich willkommen zur 133. Folge von Project Unstable 6. Ich habe was gemacht. Und zwar habe ich was vorbereitet. Ich habe hier unten mal für unser Auto-Crafting ein bisschen was vorbereitet, sodass wir praktisch nur noch die... Also ich habe... Anders. Ich habe ein paar Crafting-Storage gecraftet. Es sind immer noch oben die 5 übrigens. Und es sind genau 1, 2, 3... 4, 5, noch frei. Ich muss nur mal da nochmal gucken, weil ich will gerne 8 4K und 8 1K haben. Ja. Und das ist jetzt erstmal so praktisch mein Crafting Storage. Ich habe das so gemacht, hier oben geht ein Kabel dran. Es geht einmal nach hier links, einmal nach rechts. Das sind jeweils 8 Stück. Dadurch funktioniert es relativ schön. Hab das hier ein bisschen Vibrant Quartz Glas gemacht, damit es leuchtet und einfach nur schön aussieht. Ja, genau. Da müssen wir jetzt noch praktisch die Controller setzen. Ich habe das nochmal um einen Block runtergesetzt, weil ich einfach fand, es ist ein bisschen schöner, als wenn ich jetzt einen höher mache und dann sind die Dinger hier hinterm Kabel und das sah nicht toll aus. Deswegen habe ich das so rumgemacht. Genau. So. Erstmal dazu, was ich da gemacht hatte. Dann ist mir noch ein Fehler unterlaufen. Ihr erinnert euch, also gestern kam ja keine Folge, weil ich keine Zeit hatte. Ihr erinnert euch, dass ich hier oben das Ding umgestellt habe, ne? Und zwar diese Seite. Was ich vergessen habe, diese Seite ist die Reaktorseite. Das heißt, was ist passiert? Das Ding ist leer gegangen und der Reaktor ist ein bisschen durchgelaufen. Mit 92 Cyanide-Ingots. Na gut, ich habe es jetzt wieder gefixt und jetzt ist alles wieder gut. Und mein ME-System war ein paar Mal down und andere Sachen waren ein paar Mal down. Mein Lager ist ein bisschen... dämlich durcheinander gewurschtelt worden, aber hey! Okay. Gut. So viel erstmal zu dem. Kommen wir zum eigentlich. Was wollte ich das? Achso, genau. Das heißt nämlich, wir können heute unseren Metafabricator anschmeißen langsam. Und können dafür sorgen, dass wir langsam ein bisschen neue Meta bekommen. Das ist schon mal ganz schön. Weiterhin. Habe ich noch, genau, wir wollten das Auto-Crafting nochmal machen, dafür brauche ich nochmal die Controller, die muss ich dann jetzt hier unten reinsetzen. Ich hatte noch überlegt, wie ich das machen will, wie es mir am besten gefällt. Und ich habe mich jetzt dafür halt entschieden, das Ding hier hinten hin zu machen, damit wir hier notfalls nochmal ein Kabel machen können, was hier irgendwie nach hinten durchgeht, hier oben drüber oder was weiß ich nicht. Da muss ich dann mal gucken, wie wir das machen könnten. Auf jeden Fall wollte ich jetzt erstmal die Controller holen. So, ich habe nämlich 4 Stück gemacht. Zack, 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 zack. Dauert einen kleinen Moment. So. Jetzt wieder alles an. Wir haben natürlich jetzt noch mehr Strom verbraucht. Das Ding verbraucht jetzt... wie viel verbraucht ein so ein Controller? Zu viel, ne? Na gut, 72 RF durch 12. Sind wir bei 64. Sind 10, ne? Oder? Nee, Quark. 6. Also 6 RF pro Tick. Das geht eigentlich. Das heißt, wir haben nochmal 6, 12, 24. Ja, das geht. Ist okay. Wie gesagt, wir müssen unsere Stromproduktion immer erhöhen. Und ich werde wahrscheinlich eine wirklich in so eine Compact Machine bauen, dass wir eine schöne Stromproduktion noch haben. Genau. So, jetzt ist das schon mal angeschlossen. Das heißt, die Crafting Storage sollten jetzt funktionieren. Und ich kann schon mal oben die wegmachen. So. Dann muss ich nochmal gucken. Also, wie gesagt, das sind halt... nicht jetzt in der Form die richtigen, weil ich muss im Endeffekt 3 hiervon nochmal trennen. So. Und dann müsste ich das nochmal zu Storage. Ich habe keinen mehr. Okay, das heißt, ich brauche noch 6. So, machen wir die mal schnell. Und dann das zu dem. Dankeschön. Gut, dass wir alles vorbereiten immer. So. Und dann können wir das jetzt fertig machen. Also. Da haben wir nämlich einen Haufen 4K-Storage, was relativ wichtig werden wird, denn viele Sachen kosten viel... Ach da. Ich habe mich gerade gewundert, habe ich ein zu viel? Nee, okay. Und es sieht relativ schön aus. So. Genau. Gut. Das ist das. Das ist das. Wie gesagt, das hier möchte ich gerne vielleicht in eine Compact Machine schieben, dass wir da... mit Pyrothium, Cryothium ein bisschen arbeiten. Dann natürlich noch irgendwas zum Aufschmelzen von verschiedensten Sachen. Das müssen wir auch noch machen.
Ja, wir haben noch zwei, drei Sachen vor uns, dass wir es alles ein bisschen schöner kriegen. Also, gehen wir erstmal los. Und gucken mal, dass wir jetzt den Mass Fabricator machen. Also, wir brauchen den Mass Fabricator. Nicht Mass, Matter Fabricator. Wir brauchen Radio Isotope Thermoelectric Generator. Genau, und wir brauchen jetzt noch Cyanide. Was wir zu RTG Fuel. Oh Mann, jetzt muss ich mal gucken, wie viel wir kommen. Wir kommen 11, das ist doof, das heißt 9. Dann müssen wir ja immer irgendwas mit 3 nehmen. So. Und dann können wir nämlich da draus, aus dem Plutonium, können wir jetzt entweder Nuclear Fuel machen oder wir machen uns Pellets of RTG Fuel. Dafür brauche ich Eisenplatten. So, machen wir mal, warte, wie viel brauche ich? Moment, ich muss einmal 9, das heißt wir haben 7. 7, das heißt wir kommen auf ein RTG-Fuel im Moment, das heißt ich brauche nochmal ein bisschen Platten. Okay, gut. Ich pack das aber dann schon mal hier rein. Achso, kann ich nicht. Ja, wir müssen uns sowas überlegen, dass wir mit dem Compactor noch irgendwie Platten machen können. Ja, wir lassen erst bei Ihnen da ein bisschen arbeiten. Okay. Können es ja schon mal in der Zwischenzeit. Ich pack die mal hier rein. Und wo packen wir das Ding hin? Irgendwo, wo ich es nicht so schnell wieder wegmachen muss. Hier unten ist im Moment hässlich. Das muss noch ein bisschen schöner werden da unten. Was hier hinten irgendwo? Ah, ich pack's hier hin. Also einmal den. Wo packe ich ihn am besten hin? Warte mal, mal kurz was gucken. Ah! Okay, ist wunderbar. Okay. Gut, dann packe ich das Ding mal. Ups, nee, nicht das Ding, das Ding. Hier an die Wand. Und packen da den Radioisotop direkt daneben. Einfach mal. So. Okay. Das Ding braucht natürlich jetzt einfach Stellium. Wir können das natürlich noch ein bisschen verbessern, indem wir Scrap reinpacken. Das heißt, wir können uns auch nochmal irgendwas automatisieren für Scrapboxen. Ich habe auch noch einen Haufen Eisendust, den ich mal noch durchballern muss. Hier muss ich hin. Das Ding braucht ja zum Glück nicht ewig. Ich hab noch. Warte mal, ich kann noch. Kann ich nicht hier unten ein Kabel wegmachen? Ja, wunderbar. Okay, dann haben wir nämlich das Security Terminal nochmal ein bisschen auch entkabelt. Schön. Ah, es ist schön, wenn das alles langsam schön wird. Ah, hier ist meine Essenskiste. Wo war sie jetzt hin? Da, die habe ich gesucht, die Tage. Ah, okay. Ich wusste nicht mehr, wo ich das Ding hingetan habe. Okay. Komm, gib her. Dankeschön. So, und dann können wir einmal RTG-Fuel machen. Und brauchen, glaube ich, noch einen. Ja, wir brauchen. Moment, wir brauchen noch einen Anzug. Wenn wir nicht sterben wollen, brauchen wir noch einen. Wir brauchen einen Hazmat-Suit. Also einmal das, einmal. Ups. Glas. So. Ich hab ganz vergessen, dass wir ein Hazmat-Suit bräuchten. Und dann haben wir noch das hier. Und dann brauchen wir noch Rubber Boots. Nicht Static. Rubber Boots. So, wunderbar. Habe ich noch einen Armor Stand? Natürlich haben wir noch welche. Dann können wir das nämlich ein bisschen schöner machen. Packe ich das mal hier oben hin. Hier mal irgendwie daneben. So. So. Und zwar kann ich jetzt nämlich erst das RTG-Fuel nehmen, weil andernfalls kann mal ganz kurz, wenn ich mal. Wir kriegen Radiation. Und Radiation tut weh. Die tut sehr weh. Und deswegen, ja. So, das können wir hier reinpacken. Und das Ding fängt jetzt an, Strom zu produzieren. Sehr wenig, aber Strom. Ihr seht, wir sind immer noch bei 0%. Das Ding braucht einen Haufen Strom. Ich kann jetzt hier. Ja. Und wir produzieren hier im Moment nichts. An Strom, wenn man es so sieht. Ich kann mal ganz kurz. Kann ich nicht.
ein Messding machen? Da können wir doch sehen, wie viel produzieren. Wenn ich jetzt wüsste. Da. Oh. 1, 2. Ups, ich habe keinen Rubber mehr. Ich habe auch kein Sticky Resin mehr. Warum habe ich das nicht? Okay. Gott, dann können wir das erstmal nicht machen. Ja, auf jeden Fall sollte es trotzdem ein bisschen produzieren. Ich meine, die Maschine ist an, das sehen wir ja. Wir können natürlich noch Scrap machen. Scrap machen wir im Recycler. Wenn mein Dingens nicht hängt, genau. Und da können wir jeden Block, jedes Item, da können wir alles, was wir wollen, reinpacken. Es braucht natürlich Strom. Und daraus produziert es uns Scrap. Und Scrap können wir in Scrapboxen packen. Wir können Scrap und Scrapboxen in einem Meta-Fabricator hier in diesen Slot reinpacken und dann kriegen wir praktisch einen Boost, dann geht es ein bisschen schneller und alles. Aber ja, ich habe jetzt im Moment nicht die Ressourcen, das zu machen. Also die Ressourcen vielleicht schon, aber ja. Wobei wir könnten, warte, ich guck mal ganz kurz, wie viel das Recycler kostet. Wir brauchen Pyrothium, wir brauchen Advanced Circuit. Haben wir noch ein Advanced Circuit? Ja, haben wir. Wir haben noch genau ein. Okay. Also wir könnten einen Recycler basteln. Okay. Folgendes, wir machen mal einen Recycler. Zack. Achso, kann der drinnen bleiben, ich bin doof. Brauchten wir Sticky Pisten oder normale Pisten? Okay. Gut. Das, dann brauchen wir noch ein Machine Frame. Wir brauchen ein Signalumgear. Was man nicht kann, ist aber okay. Das können wir erstmal selber machen. Signalumgear, Stahlplatten brauchen wir nochmal. Oh, ich hab kaum noch Stahl. Oh. Okay. Das ist ungünstig. Verdammt. Okay. Das habe ich nicht bedacht. Okay. Guck mal, was haben wir jetzt alles? Das haben wir alles. Signalumgear muss ich noch machen. Das kann man eben schnell machen. So. Einmal hier rein. Flup. Okay, dann haben wir das. Dann brauchen wir im Endeffekt noch die die Stahlplatten sind ein bisschen doof. Ja, noch 7. Ich mach 10, ne? Dann reicht's fast. Muss ich jetzt noch warten, dass ich noch einen Stahl mehr bekomme? Hä? Warum habe ich jetzt einmal 11? Okay, dann 7. Warum habe ich mich damit 12? Okay, gut, ist egal. Ist egal. Haben wir einen Stahlplatz zu viel. Okay, was fehlt denn noch? Das Zeug, Machine Frame. Flup. Pyrothium, brauchen wir auch nochmal 4. Na komm. Danke. So, mein Eimer habe ich auch weggetan aus was weiß ich nicht für Gründen. Ich habe übrigens unserem System beigebracht, wie es Potato Soup macht. Einzige Problem ist, wir haben kein Salz. Wir brauchen noch eine Salzform. Okay. Ah, ich glaube, ich hatte doch Salz noch drüben. Ich muss gleich mal gucken. Was fehlt jetzt noch? Die Stahldinger, ne? Die Stahlsachen müssen wir einmal hier kompressen. So, das müssen wir einmal aufschmelzen noch. Zack, zack, zack. So, das dauert noch ein kleiner Moment. Dann können wir das da drüben schon mal reinpacken. Und dann nehme ich mal nochmal... Warte mal, ein Stack. So, 63. 63. Da rein. Einmal hier, einmal da. Wunderbar, dann macht er mir erstmal die anderen Platten.
So. Das haben wir auch. Das muss jetzt noch einmal hier hinten rein, schnell. Zack. Und zack. Ich glaube, das Meldery kann ich auch langsam mal wegbauen. Und ein bisschen umfunktionieren. Vielleicht, dass ich wirklich Pyrothium irgendwie dauerhaft nehme, nur. Weil so viel schmerzt mir ja nicht auf. Ach, das braucht ja ewig zum. Okay. Was wollte ich machen? Hast du das vergessen? Verdammt. Erst braucht es was futtern. Und, weiß gerade nicht, was ich noch. Oh, was wollte ich gerade machen? Scrap? Irgendwas? Achso, genau. Ich wollte schon mal dann in der Zwischenzeit. Genau. Plutonium. Und Eisen. Flup. Zack, zack. Einmal da rein. Dann schnell nach oben. Zack. Haben wir eigentlich mittlerweile schon 1%? Nein, wir haben noch keinen. Okay. RTG. Einmal da rein. Und jetzt soll es ein bisschen schneller gehen. So. Das klingt so lustig. Dieses Piepen. Okay. Dann werden wir den Recycler erstmal vielleicht mit Redstone betreiben. So. Den brauche ich immer noch. Okay, also ich glaube, Fluid Transposer ist wirklich besser für sowas. Was habe ich hier eigentlich auch drin? Achso, das sind noch hier die. Die kann ich eigentlich mal wegwerfen. Hier die komischen Apple Oak. Setzlinge, die brauchen wir nämlich nicht. Lerche kann ich mal behalten. Aber die anderen brauche ich nicht. So. Ciao. Oh Mann. Das ist so ewig dauert. Na komm. Na komm. Na komm. Danke. Ich glaube, ich hatte das Rezept hier unten drin gemacht, ne? Ja. Okay. Stahl. Achso, das habe ich hier hinten. Zack. Einmal das dann hier rein. Recycler. Wunderbar. Und dann nehmen wir jetzt einfach mal erstmal testhalber ein bisschen Kobelstehung. Wobei, wir können sogar theoretisch noch andere Sachen rausmachen. Wir könnten aus Cobblestone, könnten wir beispielsweise Bits machen. Das wäre es am effektivsten, sage ich mal. Wie wir es damals schon für hier unser, wie heißen sie? Für unsere Metaballs im Endeffekt benutzt haben. So. Packen wir das Ding erstmal nach hier oben. Wir haben schon 1%. Yay! Und ich packe das erstmal hier hin. So. Packen wir es mal hier hin. Okay, das Ding rein. Ein bisschen Redstone genommen. So, einmal da rein. Und das Ding hat eine Chance. Es ist nicht immer, dass man Scrap rausbekommt, aber man hat eine Chance, Scrap rauszubekommen. Ich weiß gar nicht, was diese Wahrscheinlichkeit war. Ob es 1 in 8 waren oder 1 in 9. Ich glaube, irgendwas in der Drehe war es. Wir haben einen Scrap. Yay! Genau. Und, wie gesagt, Scrap. Es verbraucht relativ wenig Strom, das Ding hier. Wie man sieht, es hat 90 EU Speicher. Ein Redstone macht mehr als genug, sodass man es nicht unbedingt braucht. Wir können auch den Metal Fabricator übrigens mit Redstone. Nee, können wir nicht. Stimmt. Okay. Entschuldigung. Falsche Information. Ja, wir bräuchten theoretisch mal Overclocker Upgrades noch oder irgend sowas, dass wir so ein bisschen beschleunigen können. Würden sich halt solche Sachen würden sich lohnen. Allerdings bräuchten wir dafür Coolant, ja. Hey, wir haben 2%. Ach Mensch, das geht ja richtig schnell. Und das gibt uns dann ein Millibucket. Und wir brauchen für den Machine Frame, brauchen wir alleine schon 250 Millibuckets. Aber das ist nur der Machine Frame. Wir brauchen dafür noch Iridium. Und Iridium bekommen wir über den, wie heißt das Ding? Replicator. Also, da ist noch ein bisschen zu tun dafür. Okay. Ich kann mal ganz kurz gucken, was kostet denn der Replicator?
Brauche ich nochmal zwei Advanced Circuit. Der Scanner. Brauche ich auch nochmal zwei Advanced Circuit. Das heißt, ich brauche vier Advanced Circuit nochmal. Und ich habe gerade gesehen, ich brauche auch noch Refined Stone oder. Nee, Reinforced Stone. Reinforced Stone. Ja. Gut. So, ich wollte eigentlich gern, dass ich neuen Scrap habe, dass ich nochmal kurz zeigen kann, wie das der Scrapbox dann ist. Aber. So. Okay. Gut. Wir haben auf jeden Fall hier oben haben wir ein paar Channel mal losgewonnen. Wir haben jetzt hier nur noch 16 von 32 Channel, die wir benutzen. Das ist schon mal ganz schick. Wir müssen noch. Essen habe ich hier schon konfiguriert, genau. Da können wir noch mal ein bisschen mehr machen. Beef Wellington wollte ich mal gucken. Genau, dass wir das mal. Beef Wellington. Das Ding. Zack. Was fehlt? Ach, Teig. Salz wollte ich gucken. Stimmt, jetzt weiß ich wieder, was ich gucken wollte. Ich wollte nach Salz gucken. Und mein Minecraft hängt. Und ich warte. Danke. So, Alle up. Ich hatte doch hier. Ich habe Salz gefunden. Okay. Was war? Haben wir hier noch ein bisschen was drin? Machen wir noch ein bisschen was rein. So. Ach, wunderbar. Ich habe Salz gefunden. Also, das könnten wir eigentlich mal hier irgendwie noch mit reinpacken. Frage ist nur, wo? Lass mal hier hin. So. Ja, ist okay. Hab gerade nur überlegt, ob ich da ein Void Upgrade reinmachen soll oder nicht. Aber brauchen wir eigentlich nicht. Das wäre Schwachsinn. So. Und jetzt kann ich nämlich Potato-Soup machen. Und jetzt können wir auch Teig beibringen. Und dann können wir Teig machen. Und dann können wir aus dem Teig auch andere Sachen machen. Achso, falsch. So. Das da. Teig. Da brauchen wir auch Fresh Water für, ne? Ich habe noch genau ein Fresh Water hier drin. Das kann doch nicht sein. Wir brauchen Flour. Oh Gott, okay, warte mal. Das ihm einmal beibringen. Das können wir immer hier oben schon mal reinpacken. Ich finde es immer auch so doof, dass man das ganz normal craftet. Ich weiß nicht. So. Okay, damit haben wir das. Dann brauchen wir Teig. Und da ist jetzt die Frage, was nehmen wir? Nehmen wir einen Wassereimer oder nehmen wir Freshwater? Ich glaube, ich nehme Freshwater. Dann kann ich nämlich einfach nochmal Freshwater von drüben holen ansonsten. So, dann haben wir Teig. Dann können wir aus dem Teig und noch ein paar anderen Sachen. Gucken wir mal, was haben wir am meisten? Beef, ne? Ja. Okay. Oh, Beef Wellington. Ist ja eigentlich auch ein Beef Wellington. Okay, es ist ja auch Beef, was ich nur reinpacken kann. Okay. Dann gucken wir mal bei Flour mit rein. Dann packen wir es mal mit dazu. So. Und dann kann ich jetzt sagen, ich möchte gerne. Ich möchte gerne 16 Beef Wellington haben. Achso, ich habe kein Wasser. Brauche ich gar nicht probieren, ich habe kein Wasser. Müssen wir mal ganz schnell holen. Bitte. Dafür haben wir hier noch ein bisschen was drin. So, nehmen wir mal zwei Stacks. Ja, reichen. Reichen für den Anfang. Und wie gesagt, wir sehen ja dann, wenn wir nicht mehr genügend Beef Wellington haben und es nicht nachproduzieren, dann wissen wir, oh, irgendwas fehlt. Später machen wir das mal so, dass es dann alles auf jeden Fall automatisiert ist. Yay, wir haben genügend Scrap. Okay. Dann können wir nämlich eine Scrapbox machen. Kann ich die gleich nochmal zeigen. Das packen wir weg. Dann machen wir 16 Beef Wellington. Mir fehlen Mushrooms. Oh, warte mal. Hast du das Falsche? Ich glaube, er hat einen falschen Mushroom genommen, ne? Ja. Yep. Verdammt. Sollst den nehmen. Danke. Okay. Flour. So. Jetzt aber. Beef. Ups. 16. Go. Sieht irgendwie schön aus. Irgendwie
So, Beef. So, wir haben 16. Und dann können wir jetzt aber diesen machen. Ich crafte nochmal welche, ne? Stopp! Nicht machen. Böse. Okay, und dann müssen wir jetzt hier nochmal konfigurieren. Weil ich habe die übrigens partitioniert, weil mir ist was aufgefallen. Das letzte Mal, wie gesagt, als ich nicht da war, als der Stromausfall war, das Haupt-ME-System ist immer mal angegangen. Die Subnetzwerke hatten Probleme. Aber das Hauptnetzwerk war eigentlich die ganze Zeit, kann man sagen, an. Die Subnetzwerke haben es halt nicht mehr gepackt. Ja. Und was hat das Ding gemacht? Das hat das hier als Storage anerkannt, weil es im Storage-Pass angeschlossen war. Das heißt, hier drin war noch Holz, da war alles Mögliche war da drin. Und damit das nicht mehr passiert, habe ich das jetzt mal partitioniert. Wir können jetzt schön sagen, ich nehme mir mal 6 Beefelling mit. Dann haben wir nämlich noch genau 16 da. Falsch. Und dann habe ich nämlich jetzt was richtig Schönes zu futtern. Komm, einen gönnen wir uns nochmal. Können einmal verschwenderisch sein. Nom, 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 nom. Brauche halt 10 Jahre zum Essen. Aber wir sind komplett voll. Schön. Okay, wir sind bei 5%. Genau, wir können jetzt mal das Ding reinpacken, die Scrapbox. Zack. Dann sehen wir hier einen Amplifier. Der geht langsam runter. Und wir sollten jetzt relativ schnell. Wir sollten schneller ein bisschen springen. Ja, und wie gesagt, so der Amplifier von der Scrapbox ist wesentlich höher als 9 einzelne Scrap. Deswegen macht euch Scrapboxen. So, jetzt sind wir bei 6%. Also, es geht kurzzeitig ein bisschen schneller. Wir brauchen natürlich mehr Scrap noch, aber könnten wir mal gucken. Wir hatten doch mal, hatte ich nicht ein Bit-Ding? Hatte ich nicht die Dinger in Bits umgewandelt? Das muss ich gerade überlegen. Hatte ich nicht? Anscheinend nicht. Nee. Okay. Das ist doof. Okay, wir probieren mal Folgendes. Wir nehmen mal den Fluid Tank. Und nehmen mal eine Item Duct raus. Und dann versuchen wir mal aus der Flüssigkeit vom Fluid Tank da Bits zu machen. Insert. Das könnte funktionieren, ne? Oben. Extract. Dann machen wir mal einmal Wasser rein. Und dann gucken wir mal. Theoretisch sollte uns das ein paar Bits machen. Und dann kriegen wir ein bisschen Scrap. Daraus können wir schön Scrapboxen machen. Und dann können wir dann kann ich immer mal gucken. Können wir mal ein bisschen amplifieren, dass wir ein bisschen mehr bekommen. Ich meine, wir kriegen jetzt die ganze Zeit konstant immer zu durch den Thermoelectric Generator. So, hat schon ordentlich was gebracht. Wir haben schon viele Prozente gut gemacht. Ja, funktioniert. Wunderbar. Okay, das heißt, ich muss da jetzt im Endeffekt das Ding nur mit Strom versorgen. Was ich immer nicht kann. Yay. Und müsste dann theoretisch nochmal vielleicht einen Drawer anschließen oder sowas. Basic Drawer. Jetzt komme ich hier nicht dahinter. Was ist das? Wer hat denn das konzipiert? Toll. Okay. Dann ebenso. Norden. Insert Braun. Und da Extract Braun. Wunderbar. Dann kriegen wir jetzt nämlich ein bisschen Scrap rein. Wie das ja alles piept und Damm, also so das Zerpressen und was weiß ich nicht. Aber der Amplifier hält echt lange bei unserer niedrigen Stromproduktion, ne? Hätten wir viel Strom, würde das Ding durchrattern wie nichts Gutes, aber wir haben nicht genug. Ich finde es auch toll, dass der Name von dem Radiotop so lang ist, dass er über das Feld hinausgeht. So, ja. Wie gesagt, wir bräuchten dafür noch mehr Cyanide. Wir haben im Moment nur, dass wir noch 2 Plutonium kriegen. Ja, reicht nicht. Wir bräuchten noch ein drittes Plutonium, dann wäre alles gut. Dafür brauchen wir ein bisschen Cyanide. Dafür bräuchten wir nicht mehr Strom, den wir verbrauchen. Aber wir haben ja jetzt noch ein bisschen mehr Stromverbrauch. Das heißt, der Reaktor geht ein bisschen öfter an. Ein Cyanide ist noch unten. Yay. Okay. Gut. Da müssen wir, wie gesagt, dann mal gucken. Das hier muss ich, wie gesagt, nochmal ein bisschen umändern auch. Dass wir jetzt nochmal praktisch unsere Stromproduktion hier, die wir jetzt
hier im Moment haben mit den Thermoelectric Generatoren, dass wir das wegmachen und das ein bisschen umbauen. Ich habe eine Idee, was man machen könnte vielleicht. Sogar. Womit wir unter Umständen in der Lage sind, relativ viel Strom zu produzieren. Aber ich weiß es noch nicht. Muss ich mal gucken. Ob ich das so hinbekomme, wie ich mir das denke. Nun gut. Achso, ich kann ja den Strom nicht abgreifen. Stimmt. Das war das Problem. Stimmt, ich wollte den Strom... Ja. Ich hatte nämlich überlegt, ob ich einen Riesenraum mache, wo ich praktisch das wunderschön immer anordnen kann, dass ich praktisch den maximalen Strom rausholen kann. Aber damals war mir schon eingefallen, das habe ich jetzt nur wieder vergessen. Ich habe mich gerade gefragt, warum hatte ich es eigentlich damals nicht gemacht? Wir müssen ja irgendwo mit dem Stromkabel rangehen. Jetzt habe ich ein bisschen vergessen, dass das Ding ja auch irgendwo Strom abführen muss. Ja. Unser Reaktor ist angegangen, wunderbar. Ach, das ist schön. Ich muss nur mal gucken. Ich will vielleicht den Reaktor nochmal ein bisschen größer bauen. Dann, wenn wir jetzt das hier einmal weg haben, dass ich den nochmal nach hinten setze, ein bisschen größer mache und all sowas. Da müssen wir mal gucken. Dass wir halt mehr Fuel reinkriegen, dass wir mehr Strom produzieren mit dem Ding auf einmal. Einzige Problem ist natürlich, wir verbrauchen im Moment relativ wenig Millibuckets. Es würde dann wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir noch weniger vielleicht sogar verbrauchen. Im Durchschnitt, von daher weiß ich noch nicht genau, ob ich das erstmal machen will. Na, mal gucken. Ja, so. Aber die Folge ist erstmal zu Ende. Wir haben jetzt ein wunderschönes neues Crafting Storage, haben wir jetzt hier gemacht. Für unsere Auto-Crafting-Sachen. Wir haben 8 4K, 8 1K. Sollte eigentlich für alles mögliche reichen, weil ich hatte mal geguckt gehabt, wenn ich zum Beispiel ja den Controller machen wollte. 10 Controller sind 6000 Bytes. Das heißt, das kriegen wir noch nicht. Aber selbst 5 waren schon zu viel, weil wir schon bei 3700 noch was bitten sind. Ja. Wir haben nur noch einen Netherquartz. Oh. Hupsi. Okay, ich mach mal kurz noch ein bisschen Netherquartz. Wir müssen dafür auch mal nochmal irgendwas aufbauen mit Automatisierung und Co. Mal schauen. So. Gut, ich mach ein bisschen Netherquartz. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Man sieht sich vielleicht beim nächsten Mal wieder. Noch einen schönen Tag. Tschüss. Auf Wiedersehen. Und ciao. Warte, jetzt wollte ich nochmal kurz gucken, wie viel habe ich jetzt verbraucht. Ich wette, das Ding ist schon losgefahren. Ja, da dauert es los. Genau. Weil die Pumpe ist langsamer als die Sparks. Haben wir keinen Mana mehr drüben? Moment. Nein, wir haben keinen Mana mehr drüben. Okay. Gut, dann wird das Ding jetzt ein bisschen hin und her sich teleportieren. Nun gut. Aber Mana kommt wieder. Gut, im Moment ist nicht so viel Laub da, was er benutzen kann. Na, das kommt schon. Gut. Erstmal nochmal danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und ja. Genau. Ciao.